Eine letzte Hürde gibt es für den SK in St. Pölten in Richtung Champions League Gruppenphase. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Schönen Dienstagabend. Dieser Gegner des SKN St. Pölten heißt Valur Reykjavik. Genau dort wird gespielt in Reykjavik. Sonntagabend sind sie abgehoben, die Wölfinnen, hier herauf in den doch schon mittlerweile sehr kalten Norden. So gerade mal 4 Grad. Und sehr viel Wind, der Regen, der bleibt aus, der wurde angesagt, aber hat nicht eingesetzt. Also, St. Pölten hat noch eine Hürde zu nehmen. Es gibt heute die Hinrunde und dann zu Hause die Rückrunde nächste Woche. Und zwar am Mittwoch in der NV Arena. Da sind Sie jetzt auch schon herzlich eingeladen dazu, dass Sie dort mit dabei sind. Wir übertragen für Sie dort wieder live. Also ein Hinspiel heute und dann das Rückspiel. Geht der SKN St. Pölten dort insgesamt als Sieger hervor, dann heißt es Gruppenphase Champions League. Und das ist natürlich das große Ziel. Mit einem Sieg wäre Liese Brankau, die Trainerin des SKN St. Pölten, schon mehr als zufrieden. Aber ein Unentschieden wäre auch sehr, sehr gut und ein Birki Stottier, die ist gerade mal 18 Jahre alt. Der SKN St. Pölten unter Trainerin Liese Brankau sieht folgendermaßen aus. Karina Schlüter ist im Tor, Ella Thun, Lemeschowa, Jenny Klein und Julia Tabota bilden die Abwehrreihen. Und dann im Mittelfeld Anna Johannik mit Matea Zwer und Maria Mikulajowa und vorne Matna Schumacher, Valentina Mädel. Das sind die drei, die dann doch natürlich für die Tore sorgen sollen. Es ist ein Spiel, wo man sagen muss, dass wirklich jetzt die Ausgangslage ganz wichtig ist. Es sind ungewohnte Bedingungen. Es ist auch ein Kunstrasen, auf dem gespielt wird, aber eben Ausgangslage und das eine sehr gute zu schaffen, das ist das ganz klar ausgeschriebene Ziel. Wenn eine Niederlage, dann das Ergebnis eng halten, aber die St. Pöltnerinnen gehen natürlich mit der Prämisse in dieses Spiel, mit der Mentalität, es auch natürlich gewinnen zu wollen. Schiedsrichterin wartet noch, bis es hier losgehen kann. Von unserer Seite auf alle Fälle. Susana Valentová, eine Slowakin, die diese Partie leiten wird. Aber eine Minute ist noch Zeit und wenige Sekunden, eigentlich nur noch 10. Und jetzt, schon davor, gibt es doch den Ampfiff von ihr. Valur, das ist das Team, das es eben noch zu bezwingen gilt für den SKN St. Pölten. Ich stelle Ihnen Valur kurz vor. Die haben sich in den letzten Wochen den 14. Meistertitel der Vereinsgeschichte gesichert. Es ist der dritte in Serie.
haben allerdings in den letzten 5 Partien der Meistergruppe dann kaum mehr gesiegt. Letztes Spiel ein 0:1 gegen den großen Rivalen Breiderblick. Sehr kampfstark, robustes Team, Augenmerk definitiv auf der Defensive. Das sind die St. Pöltenerinnen unter anderem gewöhnt aus der österreichischen Liga, dass da auch mal Teams kommen, die sich gerne hinten reinstellen. Aber trotzdem, über Standards wird es heute nicht nur gehen, das sind sie sich klar, dessen sind sie sich bewusst. Also die Mentalität, die beschreibt Lise Brankau als das entscheidende Momentum für dieses Spiel heute. St. Pölten haben natürlich die Wölfinnen ihrerseits noch die Liga gespielt in Österreich. Da haben wir erst die 5. Runde, während eben in Island schon ins Meisterschaftsfinale gegangen ist. St. Pölten hat gegen Sturm 5:1 gewonnen. War ein sehr solider Auftritt von den St. Pöltenerinnen. Manche sagen, es hätte sogar noch besser und noch größer ausfallen können, die Tordifferenz für die St. Pöltenerinnen. Aber heute wird ein ganz anderes Spiel. Ist sich Lise Brankau mit ihrem Betreuerinnen-Team sicher. So, Valentina Mädel kriegt als erstes mal die Härte der Isländerinnen ab. Schlüter, die Deutsche im Tor der St. Pöltenerinnen. Ah, Fehler direkt auf die Gegenspielerin. Erste Hereingabe, niemand da. Das war August Dottir, von denen gibt es 2. Das ist eine davon, die Nummer 16, Berglind. August Dottir wäre dann die 2. mit der Nummer 10. Für die St. Pöltenerinnen ganz wichtig, Ballkontrolle und Ballbesitz. Die Gegnerinnen da nicht reinkommen lassen in das Spiel, indem sie da hinten in ihrem Verteidigungsblock den Ball hin und her schieben. Es wird heute mehr auch auf individuelle Taktik ankommen. Denn der Gegner, der ist zwar sehr statisch hinten, kann aber eben vorne dann auch über die Spitzen sehr, sehr schnell und dadurch gefährlich werden. Also schnell zustellen, wenn St. Pölten mal den Ball verliert. Dann auf lange Bälle hoffen und dann auch auf die Kontergefahr, auf das Tempo, auf die Geschwindigkeit. Auf das baut St. Pölten heute im Matchplan. Ja, nah dran sein, Balleroberung für St. Pölten und es gibt auch ein Foulspiel, das heißt der Ball für St. Pölten, 4,5 Minuten sind gespielt. Jennifer Klein, die Kapitänin St. Pöltens, führt aus. Kolajova spielt direkt auf die Gegnerin. Aber kommt wieder zurück an den Ball. Nächster Fehlpass. Ja,
Schneller Ball nach vorne auf anderer Dottir. Klein ist dran. Nochmal auf Friedrichs Dottir und anderer Dottir. Friedrich Dottir und das war wichtig von Lemeshova. Die Slowakin, ja, die auch weiß natürlich und die Oberschenkel sie spüren lässt. Kunstrasen, wenn man da reingrätscht, ist schon was anderes. Ball für Schlüter und St. Pölten in der 6. Minute. Valjureka Vík ist momentan der stärkste Club Islands, vor wenigen Wochen eben diesen 14. Meistertitel gesichert. Das ist der 3. in Folge. Damit liegen sie dann nur noch 4 Titel hinter Breiðablik. Das ist eben der große Liga-Konkurrent, den es gibt. Auch Lise Brankau hat sehr wertschätzende Worte gefunden. Überhaupt, sie hat gesagt, Island ist so ein kleines Land, aber man bekommt dort mit, dass dort immer wieder ganz viel Qualität in vielen Sportarten drinnen steckt. Und das ist auch im Frauenfußball so. 1970 hat man diese Frauenabteilung bei Valur schon ins Leben gerufen. So, jetzt einmal eine schöne Aktion. Matthias Wehr. Ah, Mikolajova, der war gut. Erster Abschluss der St. Pöltenerinnen. 7 Minuten sind exakt gespielt. Birgis Dottir, das ist die Schlussfrau der Isländerinnen. Der war nicht fest von Matthias Wehr. Und dann der Abschluss von Mikolajova dafür, aber schön abgenommen mit einer guten Schaffe. Torfrau war dran. Dafür gibt es natürlich jetzt aber auch die erste Ecke für die Niederösterreicherinnen. Ja, kommt flach rein, war eine Variante. Ist nicht aufgegangen, aber es gibt ja gleich Chance Nummer 2. Tolun steht daneben, Mikolajova. Nochmal zu kurz geraten. Eine nächste Chance gibt's. Also, die 3. Ecke schon. Jetzt eine Variante. Tolun, Mikolajova. Ah, wird da gut attackiert von den Gegnerinnen. Ball abgenommen. Jetzt muss es dem 5. Schiedsrichterin geben. Andra Dottir wäre da davon gesprintet, deshalb taktisches Foul von Maria Mikolajova. Ah, gibt sogar auch die Karte früh im Spiel. Gegen Maria Mikolajova. So, der Schuss bei Jennifer Klein mit viel Ruhe gemacht. Ja, schnell nach vorne gespielt und Matthias Wehr. Herr Baton Schumacher war es natürlich, Schumacher. Während Wehr hinten aber so laut schimpft, dass ich da den Namen vorweggenommen habe. Also Ritter Schumacher kriegt da auch schon die isländische Zweikampfstärke in diesem Fall zu spüren. Sehr laufstark bisher die Partie. Da hinten sehen wir Petur Pettersson, das ist der Trainer der Isländerinnen. Thank you.
Ja, nicht aufdrehen lassen. Das wäre jetzt wichtig aus St. Pöltener Sicht. Gut gemacht. Andra Dottir muss nochmal zurückspielen auf Askrim Dottir. Ja, jetzt konnte sie sich aufdrehen. Achtung, der Abschluss ist aber weit drüber. Keine Gefahr von diesem Abschluss Friedrichs Dottirs. Ja, jetzt da natürlich der Hoffnungsschimmer. Aber Schlüter ist da. Aber sie stehen relativ alleingelassen da bisher auf weiter Flur vor dem Strafraum Schlüters. August Dottir in diesem Fall. Hat da Zeit aufzuschauen. Es ist ja noch in Ordnung. Aber da die Direktabnahme. Da muss St. Pölten hellwach sein. Rita Schumacher. Ja, schön abgegeben auf Sarah Matta-Trimlo. Und es ist es 1:0. St. Pölten geht sehr früh in Führung. 13. Minute. St. Pölten mit einem Tor der Champions League-Gruppenphase näher. Rita Schumacher leistet da die Vorarbeit, kann auch relativ unbedrängt in diesem Fall durchgehen. Schön hingesteckt auf Sarah Mattner-Tremblo und die bewegt sich eigentlich ja diagonal einmal durch den Strafraum und kommt an der Kapitänin Erik Stottir vorbei und dann legt sie den Ball links rein, obwohl sie rechts Richtung Ecke rausläuft. Ganz technisch gekonntes, sauberes Tor, tolles Tor zur 1:0 Führung St. Pöltens. Durch Sarah Mattner-Tremblo. Mal ja, also früh gefördert gegen die St. Pöltnerinnen, gegen den Serienmeister aus Österreich. Da ist schon wieder Sarah Mattner-Tremblo. Hat viel Zeit, aber bleibt hängen. So. St. Pölten bleibt dran. So spielt aber raus. Irgendwas dürfte da passiert sein. Oh, St. Pölten-Spielerin Matthias Wehr. Hat Probleme mit dem Schuhwerk. Ja. 34 Jahre ist sie mittlerweile alt. Matthias Wehr besticht nach wie vor durch ihren Ehrgeiz, durch ihre Laufbereitschaft, Spielwitz. Die immer 120% oder sogar noch mehr gibt. So, der Schuh, der schaut gar nicht so gut aus. Hoffentlich ist da bei ihr auch nur das Schuhwerk lädiert und ansonsten nichts. Ja, da ist es passiert, da tritt ihr die Gegnerin zweimal auf die Zehen.
Zeitverschiebung 2 Stunden. Mit der Anreise hat alles geklappt. Am Sonntag eben der Abflug. Am Freitag hat man noch in der Bundesliga gespielt. Am Samstag dann sehr regeneratives Training. Ritter Schumacher abgefälscht. Birkisdottir fängt den Ball sicher. Heute gemeinsames Frühstücken. Da natürlich nochmal Gegneranalyse. Bisschen Freizeit auch gehabt. Einige Spielerinnen haben sich ein bisschen was von Reykjavik angeschaut, bevor es dann hierher gegangen ist. Heiße 4 Minuten ist das Hotel entfernt. Also so gesehen waren die Voraussetzungen für die St. Pöltenerinnen vor diesem Spiel sehr gute. Tabota. Eine der längst dienenden bei St. Pölten. Seit 2011 ist sie beim Verein. Johannik. Johannik. Friedrichsdottir wechselt die Seite, aber direkt auch zu St. Pölten. Martina Tremblot, die Torschützin. August Dottier ärgert sich da. Aber die Schiedsrichterin Susanna Valentova entscheidet auf Freistoß. Jennifer Klein, die Kapitänin für St. Pölten. Valentina Mädel, Gevali. Kriegt sie damit. Oh, schön durchgesteckt, aber aufmerksam von der Abwehr Valios. Das ist nochmal ein Ball für Mädel. Ja, der war gar nicht so ungefährlich und sicherheitshalber. Eriksdottir, die Kapitänin Valios, die den Ball rausspielt. Mädel besticht durch ihre Technik und da war der Ball noch oben auf der Querlatte. Der war gefährlich, aber mittig ist da niemand vom Tor gestanden bei St. Pölten. Jetzt gibt es die 4. Ecke bereits für die St. Pöltenerinnen. Schreiben die 19. Minute. Matthias Wehr führt aus. Und der kommt zu lang. Julia Tabota mit dem Einwurf. Aber draußen Einwurf. August Dottir gibt dann doch noch ab an Frank. Das ist Laura Frank, die einzige Dänin im Team. Jetzt könnte es gefährlich werden für die St. Pöltenerinnen, aber so gibt es keine Probleme. August Dottir, Berglind im Vornamen. Thank you.
Wie funktioniert dieser Weg überhaupt bei den Frauen in die Champions League? Es gibt zwei Wege. Und zwar gibt es zum dritten Mal dieses Format, das dem der Männer ganz ähnelt. Nach zwei Quali-Runden bleiben 16 Clubs in der Gruppenphase. Das ist das ausgesteckte Ziel der St. Pöltenerinnen. Vier davon sind sowieso gesetzt. Das sind die Meister der Ligen mit den besten UEFA-Koeffizienten. Und die restlichen 12, die müssen sich eben durch zwei Pfade qualifizieren. St. Pölten als österreichischer Meister geht den einfacheren Weg im Champions League Path. Das heißt, dort hat es eine erste Quali-Runde ja schon gegeben als Mini-Turnier. Und jetzt das Hin- und das Rückspiel, die erste Runde im Mini-Turnier gegen PAOK Saloniki, haben die St. Pöltenerinnen problemlos mit einem 3:0 in der NV-Arena zu Hause gemeistert. Immer wieder probieren sie es über die Seiten, die Gegnerinnen. Jennifer Klein spielt dann doch raus. Einwurf. Erik Stottier. Und dann muss es fast den Foulpfiff geben. Gibt es aber ja dann doch. Minute. Die St. Pöltenerinnen jetzt gefragt in der Defensivarbeit. Ja, hakt er ein. Mikolajova in diesem Fall. So, die Nummer 4. Gegen sie gibt es Manndeckung, Fraudeckung in diesem Fall natürlich. Das ist Askrim Stottir. Arna Sif im Vornamen. Sie sehen, da hinten ist schon der Schnee auf den Bergen. Es ist eiskalt und jetzt der Freistoß. Der Ball irgendwo, aber abgepfiffen von der Schiedsrichterin. Ja, abseits von der Nummer 4, die ist da davon. Läuft er da zwar wieder zurück und dann jetzt geht die Fahne nach oben. Spannend. Ja, und wenn man dann hinten eben den Schnee sieht, den Wind, das Wetter, den Kunstrasen, da hat Lise Brancao, die Trainerin St. Pöltens, ganz klar gesagt, entweder wir lassen uns von dem beeindrucken oder wir wollen es. Wir wollen diesen Sieg und nehmen die Gegebenheiten, die Bedingungen ganz einfach so an, wie sie sind und machen daraus das Beste. Schumacher, Torschützin, die momentan die Liste der meisten Tore in der Bundesliga anführt. Thuon mit dem Einwurf. Die den Ball gleich nochmal bekommt. Mädel jetzt auf der linken Seite, hat getauscht mit Saramatta Tremblo, die jetzt rechts steht im Sturm bei St. Pölten. Lemeshova. Zabota. Oh, doch raus auf Mattner. Nochmal Zabota. Wieder Matta, die Torschützin zum 1:0 aus der 13. Minute. Wechsel von Johannik, der war zu weit auf Valentina Mädel. Pedersen.
können. Er bleibt hartnäckig, spielt nicht ab. Jetzt doch auf Frank. Birkisdottir, die junge Torfrau Valürs. Askrimsdottir mit dem Spielaufbau. Jetzt halten sie den Ball länger mal in den Reihen. Kommt die Kapitänin mit nach vor, die Außen schieben mit Askrimsdottir. Und dann immer der schnelle versuchte Ball hinein in den Richtung Strafraum. Aber viel konnten sie bisher noch nicht ausrichten, die Spielerinnen hier in Island von Valur Reykjavik. Sarah Mattner-Tremblot. Ah, der Pass, die Passschärfe teilweise noch nicht ganz vorhanden. Es führt zu Fehlpässen, zur Balleroberung der Gegnerinnen. Askrimsdottir. Der war zu weit, der ist weg. Es gibt den Ball für Schlüter. Carina Schlüter, die 26-Jährige aus Nordrhein-Westfalen, die gerade ihr Master of Medical Administration beendet hat. Tabota. Zu viele Ungenauigkeiten. Und das war ein netter Versuch von Askrimsdottir, sich da gut und gerne 8 Meter zu gönnen. Das Problem beim Kunstrasen ist, dass man nicht wirklich rutscht und dann oft ganz ungut einfährt. Hohe Verletzungsgefahr. Vor allem auch, was nackte Hautstellen angeht. Davon können viele Fußballerinnen ein Lied singen. So, der ist draußen, ist sich nicht mehr ausgegangen für Thuron. Einwurf Askrimsdottir, die Kapitänin Valurs. Mit dem Wanderfalken im Wappen. St. Pölten ja die Wölfinnen. Tabota, da ist jetzt rechts über dem Flügel viel Platz. Spielt den Ball in die Mitte. Und da stehen sie dann natürlich gut. Aber Mattner-Tremblot startet auch gut los. Aufmerksam gespielt von Askrimsdottir. Ja, da wäre rechts viel Platz gewesen und den spielt sie da auch richtig schön durch. Aber die Torfrau hat aufgepasst. Mit den 18 Jahren auch schon offensichtlich viel Selbstvertrauen, da so rauszustarten aus dem Tor. Also geht zu 90% die Vorwärtsbewegung über die rechte Seite. Jetzt mal der Wechsel auf links zur Abwechslung. Über Askrimsdottir. Frank kommt mit, die Außenverteidigerin. Mattner da weit mit nach hinten gekommen. So, Mikolajowa
Lemeshova haben sie im Griff, die Gegnerinnen. Einwurf, Valur. Halbe Stunde ist gespielt und die St. Pöltenerinnen mit einem überzeugenden Auftritt in diesen ersten Minuten. In der 13. hat die Nummer 17, die um den Ball kämpft, Sarah Mattner-Tremblot, das Tor erzielt. Die Führung für St. Pölten sind sehr bemüht, das Spiel zu kontrollieren. Immer wieder gibt es Ballbesitzphasen von den Gegnerinnen. Das war mehr oder weniger zu erwarten. Auch diese Zweikampfstärke, die Robustheit, die dieses Spiel ganz einfach prägt. Nikolajova, Svea, schnell weitergespielt auf Sarah Mattner-Tremblot. Askrems Dottir ist schneller dran. Frank. Lemeshova mit der Ballrückeroberung für St. Pölten. Svea, nochmal Lemeshova. Ja, links geht Duron, kriegt den Ball. Oh, die setzt sich gut durch. Aber das, ja, würde sagen, es geht in Ordnung. Halt doch Stottir, kann es nicht fassen. Ja, zu viel gearbeitet. Dann kommt auch noch die Gegnerin August Stottir daher. Das geht schon in Ordnung. So, Matthias Svea, die Slowenin mit ganz viel Gefühl in ihren Standards. Die kann richtig gefährlich die Bälle nach vorne bringen. Da fliegt Mattner-Tremblot zu Boden. Tabotta ist dran. Standards wurden noch trainiert mit diesem oder bei diesem regenerativen Training noch am Samstag. Aber auf das wollen sie sich heute nicht verlassen. Mussten sie auch nicht. Das Tor zum 1:0 ist wunderschön aus dem Spiel heraus entstanden. Christian Stottir. Immer wieder der schnelle, tiefe Ball, eine Kette, die ausgespielt wird. Der Versuch, hinter auch die letzte Kette zu kommen, dass da nur noch eine Stürmerin lauert und mit Tempo und Körpereinsatz Richtung Tor zieht. Noch ist es nicht wirklich aufgegangen bei den Isländerinnen. Und Sarah Mattner-Tremblot ist absolut überall zu finden. Gerade ist sie auf dieser Seite mit bis zur Eckfahne gelaufen. Da ist sie schon wieder. Oh, der wäre wichtig. Ja, Lemeshova. So, erwischt er noch vom Seiten aus. Sehr variabel, wie sich St. Pölten da über das Feld bewegt. Das ist Lemeshova, das ist die rechts stehende, eigentlich steht sie rechts in der Innenverteidigung. Da ist jetzt Tabotta, die aushilft bei Jenny Klein hinten. Und da mal Valentina Mädel, die auch schon links und rechts heute vorne im Sturm war. Immer wieder versucht Valur jetzt mehr und mehr mit dem langen Ball auch die Ketten St. Pöltens auszuspielen. Achtung, Lemeshova klärt. Solide gemacht. Einwurf Valur. Das war wichtig, dass Lemeshova da klären kann. Valur.
Frederiksdottir. Oh, die kommt da durch. Mikolajova. Jetzt kann St. Pölten kurz durchatmen. Mattner. Gegen Haldorsdottir. Tuon. Und Ecke. Eckball Nummer 5 bereits für die St. Pölterinnen, 37. Minute, 1:0. Und das schon seit der 13. Minute durch Sarah Mattner-Tremblon. Nochmals wer? Gut gemacht und da hat nicht viel gefehlt zum 2:0 durch Anna Johannik. Schauen wir gerne noch mal drauf. Svea wieder mit viel Gefühl und Übersicht und der rutscht durch und Janik kommt da nicht richtig dran. Ein 2:0 mit dem Richtung Pausenpfiff zu gehen, das wäre sehr solides Polster, dass sich der St. Pölten gerade hätte holen können. So, wieder temporeiches Spiel nach vorne von den Isländerinnen. Eriksdottir, die wieder mit nach vorne kommt. Schlüter. Und er ist am Tor vorbei. Schnell gespielt jetzt. Ziemlich stark los von St. Pölten Ritter Schumacher. Und zwar von der Gegnerin den Ball bekommen. Frank in diesem Fall und Ritter Schumacher, die das Tor dann doch deutlich verpasst. Aber mal wieder ein Wachrütteln. Matta Tremblo nochmal. Seitewechsel. Aber da steht halt niemand. Deshalb gibt es den Ball für die Torfrau Fanny Bickers-Dottier, die 18-Jährige, die ihren vierten Europacup-Einsatz in diesem Spiel hat. Der ist draußen. Es gibt einen Einwurf für die St. Pöltenerinnen. Julia Tabota, Rita Schumacher. Bindet zwei, drei Spielerinnen an sich. Das ist wichtig, aber die St. Pöltenerinnen kriegen den Ball nicht in die gefährliche Zone. Da sind sie oft zu weit weg noch vom Tor, kommen dann maximal Richtung Strafraumgrenze. Einmal ist bisher eine durchgebrochen und das war dann auch das Tor zum 1:0. Das ist Fanny Frederiksdottir, die wir da ja kurz größer gesehen haben, gegen Julia Tabota. Ja, Zweikampfstärke kann St. Pölten auch. Mikolajova.
Lemeshova und Tabata. Janik, Achtung, Gegnerin hat wieder den Ball. Schnell gespielt. Ah, jetzt haben sie auch sie Seiten gewechselt. Alles Dortier jetzt auf die linke Seite mitgekommen und plötzlich geht es auch da. Friedrich Sortier. Und Schlüter ganz sicher bisher. Alles im Fünfer, für sie kein Problem. Touron, zu heftig. Gegen Pedersen. Deshalb gibt es den Freistoß für Valur. Achtung, Schlüter wieder sicher. Lemeshova stellt den Körper rein. Aber jetzt werden sie noch mal ein bisschen bissiger und gefährlicher. Die Isländerinnen kurz vor der Pause, 42. Minute, St. Pölten mit einem 1:0. Ja, Madna Tremblo hat es da erwischt. Valentina Mädel, die da gefault wird, und Julia Tabota, die einwirft. Das sind zwei Österreicherinnen der drei, die am Feld stehen. Das ist noch Jennifer Klein. Ansonsten sind es alle anderen aus einem Nachbarland, zumindest dort geboren oder noch weiter weg. Also sehr viele Legionärinnen bei St. Pölten. Demgegenüber gibt es eben nur eine Nicht-Isländerin. Das ist Laura Frank, die Nummer 2, die aus Dänemark kommt. Sonst kommen wirklich alle aus Island, aus Reykjavik und Umgebung. Der Großteil sogar. Also das auch ein sehr großer Unterschied, den es da gibt. Achtung, ja, noch nicht ganz geklärt, jetzt so halbwegs von Tabota, aber der kommt doch mal, ist aber am Tor vorbei. Also dann doch keine Gefahr, es wird gefährlich, aber die große Gefahr ist noch nicht da, sie sind bemüht, aber gelingt noch bisher nicht wirklich, da den gefährlichen letzten Ball auf das Tor von Schlüter zu bringen. Das war Laura Frank, die angesprochene Dänin in den Reihen der Isländerinnen. Während die St. Pölterinnen jetzt hier dran sind, kämpfen um den Einzug beziehungsweise jetzt mal sich die perfekte Ausgangslage zu schaffen für das Rückspiel, bereitet sich das U21-Nationalteam vor, und zwar im Bad Tatzmannsdorf und am 20.15 Uhr sehen Sie dann Österreich gegen Norwegen, das wir Ihnen dann live zeigen. Als Programmhinweis für Sie, während hier eine Minute nachgespielt wird. Thank you.
Also Donnerstag 20.15 Uhr live auf ORF Sport Plus zeigen wir Ihnen das Freundschaftsspiel zwischen Österreich und Norwegen des U21-Nationalteams. Dazu sehen Sie dann in der Pause auch gleich einen Einblick von dieser Trainingswoche, vom Trainingslager. Das ist Mikulajova. Und Ritter Schumacher, dann doch ziemlich weit drüber. So, das ist der Pausenpfiff, aber die St. Pöltener Spielerinnen haben sich ein 1:0 erarbeitet. Sarah Matner-Tremblova, die schon in der 13. Minute die Österreicherinnen in Führung gebracht haben. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Jetzt geht es da in die Pause in Reykjavik. Und in der Pause zeigen wir Ihnen dann auch noch das österreichische Nationalteam der Männer. Das trifft dann nämlich am Freitag in der EM-Quali auf Belgien, wo es da ein paar natürlich Personalsorgen gibt bei Ralf Rangnick, die aber Möglichkeit machen und Chance bieten für einen Newcomer, Samson Baidoo. Den hören Sie dann auch gleich in der Pause und davor, eben wie angekündigt vom U21-Nationalteam, das Trainingslager und die Vorbereitung auf das Spiel, das wir Ihnen dann zeigen, gegen Norwegen, das Freundschaftsspiel am Donnerstag, 20.15 Uhr. Bis gleich. Ein sehr erfreuliches Ergebnis gibt es aus dieser ersten Hälfte. Ein 1:0 für die Niederösterreicherinnen aus St. Pölten. Sarah Matner-Tremblo, 13. Minute ist es ihr gelungen, diesen Führungstreffer für St. Pölten zu erzielen. Warum ist das so wichtig? Naja, es geht hier um nichts weniger als um die Champions League-Qualifikation, um den Einzug in die Gruppenphase. Das bedeutet die besten 16 Europas. Und immerhin winkt da auch ein Haufen Kohle. 400.000 Euro gibt es für all jene Teams, die sich einen Startplatz in der Gruppenphase ergattern konnten oder das eben werden. Denn es ist ganz wichtig, hier gegen Valur jetzt eine gute Ausgangslage zu schaffen. Gespielt wird in Reykjavik diese zweite Hälfte. 2 Stunden sind sie vorne. Und es ist ein ordentliches Team, das St. Pölten da als Gegner hat, denn Valur Reykjavik ist immerhin auch so erfolgreich in der heimischen Liga, ähnlich wie St. Pölten. Die haben jetzt vor wenigen Wochen den 14. Meistertitel geholt. PAOK Saloniki als erste Hürde in der Qualifikation hat St. Pölten ja schon erfolgreich hinter sich gebracht, ein 3:0. Ein bisschen knapper war das Ganze für Valur Reykjavik. Auch zum Verständnis, eigentlich hat jedes Team 2 Gegner, aber St. Pölten hatte ein bisschen Losglück, war in einer Gruppe, wo es nur 3 gegeben hat und aufgrund des UEFA-Koeffizienten auch hat St. Pölten nur einen Gegner gehabt. Das ist das Team aus Reykjavik, die auch schon frieren und zittern. Der Wind, der macht das Ganze natürlich noch mal viel kälter. Diese knappen, ja, gerade über dem Gefrierpunkt. 4 waren es beim Anpfiff. 2:1. Das waren die Ergebnisse jeweils, die Valur Reykjavik hinbekommen hat. Wir haben gegen den türkischen Meister gespielt und auch gegen Albaniens Titelträger Vlasina. Und jetzt haben sie die St. Pöltenerinnen als Gegner. Es gibt jetzt ein Hin- und ein Rückspiel. Das Rückspiel findet dann nächsten Mittwoch statt in der LNV Arena in St. Pölten. Das übertragen wir für Sie live. Wir sind vor Ort und werden das natürlich weiterhin begleiten, diesen Weg der St. Pöltenerinnen. Auch in St. Pölten wird viel gemacht. Ein Public Viewing wurde organisiert in einem Hotel in St. Pölten. Dorthin liebe Grüße, auch ein schönes Zeichen, dass da natürlich viel Fußballverrücktheit im besten Sinne drinnen steckt, dass da viel Unterstützung gibt, dass auch diese Fanbasis und auch vor allem das Interesse rund um den Frauenfußball sehr, sehr wächst, angenommen wird und da viel gutes Feedback auch kommt, was den Verein, was die Spielerinnen, die Leistung rundherum angeht.
Die erste Hälfte, die war geprägt vor allem laufintensiv, war sie Zweikampf. Stark geführt, muss man dazu sagen. Hohe Laufbereitschaft eben von beiden Teams. Und Achtung! Das ist Mädel, die da mit Birgis Dottir mal kurz Purzelbaum geschlagen hat. Und die hat sich da nämlich selbst fast ausgespielt. Die 18-jährige Torfrau. Gerade noch gerettet. Gutes Pressingverhalten hat es auch gegeben. Viel über die Außenbahnen und dann immer wieder, so wie auch jetzt, die Flanken reingeschlagen bei Valur. Gespielt wird auf Kunstrasen. Auch das natürlich gewöhnungsbedürftig. Aber bei den Temperaturen und den Niederschlagsmengen in Island kaum anders möglich. So, Rita Schumacher lässt sich weit nach hinten fallen, eigentlich Sturmspitze bzw. Mittelstürmerin, so ist es. Ja, Carina Schlüter ist dran. Aus Nordrhein-Westfalen kommt sie ursprünglich. Da haben sie relativ viel Platz im Mittelfeld, muss man sagen. Die Gegnerinnen. Und auch das ist jetzt schon ein Bild, das oft gekommen ist. Gut geblockt, der Ball von Mikolajowa. Immer wieder ist es Haldos Dottir, die über den Flügel Tempo macht, Platz hat und dann die Flanken reinschlägt Richtung Strafraumgrenze. Jennifer Klein. Mattner. So. Immer noch Ella Thor, die 20-Jährige. In Deutschland geboren, in der Schweiz aufgewachsen. Auf Mädel, aber die wird zurückgepfiffen. Aber auch sie kann da reinziehen, den Ball nach vorne spielen. Das ist allerdings ja Abseitsposition von Mädel. Aber sie sind schon wieder da. Mattner Tremblo, Rita Schumacher, Missverständnis. Ball geht an Valur. St. Pöltenerinnen arbeiten sich nach vorne. 51. Minute. Einwurf. Julia Tabota. Die Isländerinnen sind dran. Immer wieder wird sie gesucht. Haldon Stottir. Die ist halt groß und sie ist auch schnell. Vor allem ist sie auch sehr zweikampfstark, robust. Und immer wieder die Bälle da direkt vor die Strafraumgrenze. Jetzt waren die St. Pöltenerinnen aufmerksam. Gut gelöst. Julia Tabota. Thank you.
Ja, da ist Mattner aufmerksam. Mattner mit dem Abschluss, aber der ist am Tor vorbei. 52. Minute. Die St. Pöltenerinnen sind scharf drinnen in diesem Spiel, lassen nicht locker, versuchen die Räume zu nützen, aber so richtig rein in den Strafraum kommen sie nach wie vor nicht. Die Abschlüsse folgen meistens von der Strafraumgrenze aus. Das ist wieder Mattner. Diesmal ist sie drinnen, aber bleibt hängen. So. Rita Schumacher, 2:0. St. Pölten kann erhöhen, 53. Minute. 2:0 für St. Pölten. Diesmal ist es Rita Schumacher. Schauen wir es uns an. Da ist Mattner Tremblow wirklich hartnäckig geblieben. Tour, die mithilft und schön aufspielt für Rita Schumacher. Und die hebt den gekonnt mit dem Rechten da rein, Richtung rechte Kreuzecke. 2:0. Das ist eine richtig gute Ausgangslage mit diesem Stand jetzt natürlich, den sich da St. Pölten in Island erarbeitet. Auch für die anderen Österreicherinnen, für Barbara Dunst, für Henshaw, für Virginia Kirchberger, schaut es ganz gut aus. Eintracht Frankfurt hat das Spiel, die haben eine Stunde früher begonnen, mit 5:0 gegen Sparta Prag beendet. Wieder Rita Schumacher. Ah, der ist ja nicht ganz gelungen. Ein bisschen drüber mit dem Riss. Ja, setzt aber nach. Gut gemacht. Mattner Tremblow. Aber da braucht sie jemand zur Hilfe. Schiedsrichterin gibt das Foul nicht. Susanna Valentova, die Slowakin, bleibt hart. So, wieder Tour. Achtung, jetzt aber gibt es das Foul. Eindeutig auch noch. Ella Tour, geboren in Düsseldorf, aber in Lachen am Zürichsee aufgewachsen. Matthäa Zwer aus Slowenien. Aus der ersten Hälfte dann noch unter dem Knie, Schienbein abgepickt mit dem Freistoß für St. Pölten. Den versucht sie direkt zu machen, aber da ist Fanny Inga Birkistottir, Jahrgang 2005, dran. Thank you.
Valentina Mädel bleibt hängen. Dann sofort Haldus Dottir. St. Pöltenerinnen beißen sich rein in die Gegnerinnen. Machen sie ihnen nicht leicht. Jetzt ist auf der rechten Seite Platz. Marix Dottir. Nochmal Marix Dottir. Thuron findet keinen Zugriff. Andra Dottir zaubert da auch ziemlich. Carina Schlüter nach wie vor sehr sicherer Rückhalt bei St. Pölten. Also da Andra Dottir so abziehen zu lassen, sollte natürlich unterbunden werden im besten Fall. Fast eine Stunde ist gespielt. St. Pölten führt mit einem guten 2:0. Gute Ausgangslage, guter Polster auch für dieses Spiel. Achtung, er ist durch bei Lemeshova, aber Tabota hilft aus. Matner. Und jetzt startet Rita Schumacher, die Torschützin zum 2:0. Schumacher. Schumacher zieht ab und bleibt hängen. Mädel probiert es auch mal. 3:0. St. Pölten, 59. Valentina Mädel, 3:0. Was für ein Spiel bisher. Jetzt trägt sich auch die erst 17-jährige Valentina Mädel ein, aber da haben sie auch keinen Zugriff. Sie hat natürlich auch ein bisschen Glück, Valentina Mädel, dass der Ball von Rita Schumachers ersten Versuch dann der Gegnerin so abprallt, dass er zu ihr kommt, das Tänzchen gibt, locker gemacht, aber natürlich auch mit Kraft dahinter. Und jetzt reagieren sie mal in der 23. Die Nummer 23 geht raus in der 60. Minute. Das ist Fandis Friedrichs Dottir und neu ist jetzt Brindis Arna Nils Dottir. Und Melli Brunthaler kommt für Mattea Zwer. Melanie Brunthaler, Offensivkraft, nochmal bei St. Pölten, die 23-jährige Stürmerin. Mit ihrem 23. Einsatz in einem Europacup-Spiel. 4 Tore sind Melanie Brunthaler schon gelungen. Das letzte gegen PAOK Saloniki, das war das 1:0. Ganz wichtiges Tor in dieser ersten Runde der Champions League-Qualifikation. Eine Stunde ist gespielt, 3:0. Immer wieder gibt es Vorstöße von Valio, aber die St. Pöltenerinnen, die pressen gut hin, die sind in den Zweikämpfen teilweise unterlegen, das muss man so sagen, das war aber auch zu erwarten. Das ist ganz einfach auch das Spiel der Isländerinnen. Körperkampf betont, sind auch groß und sehr robust. Das kennt man aber auch von nordischen Vereinen. Das ist jetzt wieder Aldous Dottir. Aber die St. Pölterinnen schaffen es auch mit Geschwindigkeit und vor allem durch ihre ausgefeilte Technik, diese individuelle Klasse, die sie ganz einfach auch mitbringen. Valio jetzt schon zum dritten Mal wirklich wehgetan zu haben. 3:0 der Spielstand. Mikolajova kann sich orientieren und schauen, macht Tempo, hat viel Platz, kein Zugriff. Man lässt sie gewähren. Das ist Vali Mädel. Und diesmal ist aber Birkis Dottir gleich zuvor dran. St. Pölten lässt den Gegnerinnen schon auch Raum und Platz, aber dort, wo sie kaum gefährlich werden können. Und auch sie haben bisher dann oft versucht, mit einem hohen Ball die Ketten zu überspielen von St. Pölten. Und dann an der Strafraumgrenze gab es bisher die meisten Abschlüsse, wenn überhaupt woanders kaum noch.
Der Ball zu Carina Schlüter, aber jedes Mal sicher. Die Deutsche bei den St. Pöltenerinnen. Keine Unsicherheiten bisher. Wieder Mattner. Ah, gut rausgesteckt, viel Übersicht auf Rita Schumacher und 4:0, Doppeltorschützin Valentina Mädel. 63. Minute, St. Pölten mit einem 4:0 und das ist erst das Hinspiel der Champions League Qualifikation. Das nächste Spiel ist dann zu Hause in der NV-Arena. Mattner beweist Übersicht. Rita Schumacher ebenso. Der hat so genau gepasst auf Valentina Mädel, die sich da auch wirklich sofort bedankt. Sie weiß bei wem und warum. Weil die ist da, unter Anführungszeichen, einfach nur gestanden. Sauber das Zusammenspiel, viel Übersicht. Man kennt die Laufwege der anderen Spielerin. Und man agiert hier wirklich als Team. Das ist das Erfolgsrezept. Beziehungsweise mal der Strich unter der Gesamtrechnung des 4:0 für St. Pölten in der Champions League Quali gegen Valur Reykjavik. Valentina Mädel, erst 17 Jahre alt, ist jetzt ihr 11. Einsatz bei einem Europacup-Spiel. Einen Treffer hatte sie schon. Jetzt sind es 3 und jetzt kriegt auch Mattner Tremblot Lust, Doppeltorschützin zu werden. Sie war die Torschützin zum 1:0. Aber auch da ist jetzt viel zu viel Platz. Sie sind verunsichert. Christian Stott hier in diesem Fall. Sind da hinten viel zu weit offen. Die Isländerinnen. Mädel hat auch gegen Pauk Saloniki getroffen. Das war das 2:0. Das ist also ihr erstes Tor gewesen im Europacup. Da hat sie gleich 2 nachgelegt. Das war die erste Unsicherheit bei Schlüter. Lemeschowa dafür sehr aufmerksam. Und Foul. Von Frank. Laura Frank, 25-jährige Verteidigerin. In den Reihen der Isländerinnen. Ja, Lemeschowa, man muss sagen, da haben die St. Pöltenerinnen ein bisschen Personalsorgen. Birova fehlt, hat eine Gehirnerschütterung gegen Bergheim erlitten in der heimischen Liga. Wenger hat das Knie noch gespürt, da ist er noch ein bisschen am Laborieren. Und Ballock, die wurde ja operiert am Knie, allerdings so in circa 3 Wochen sollte sie schon langsam wieder zurückkommen. Schon langsam, es war richtig, richtig schnell, ihre Regeneration. Hut ab. Und deshalb aber natürlich alle für diese eine Position auch gedacht, fehlen jetzt. Deshalb da auch Lise Brancau, brasilianische Trainerin, ein bisschen heute umstellen müssen und die Kreativität gefragt. Bisher Lemeschowa war saubere Partie da hinten. Haldas Dottir zieht vom Flügel rein, spielt ab, immer dasselbe Muster. Pedersen, jetzt aber mehr und mehr mit nach vorne kommt. Was nicht der Fall ist bei Valur, ist, dass sie sich nicht jetzt hinten reinstellen und verkriechen. Und das obwohl 0:4 aus ihrer Sicht da oben steht. Ja, war unnötig, unsportlich. Von der Neuen auf den Platz von Nils Dottir.
Frust jetzt auch dabei, übermütig noch dazu. August Dottir, und zwar Berglind, August Dottir. Die Nummer 10 und Nummer 16 mit demselben Familiennamen. Ella Zoom mit dem Einwurf. Rita Schumacher. Ja, der war risikoreich in dem Sinn, dass das ein bisschen sehr scharf ausgefallen ist, dieser Rückpass. Schlitter. So, Valentina Mädel, die Doppeltorschützin, die da um den Ball kämpft. Island ist dran. 69. Minute. 4:0 für St. Pölten. Um das vielleicht auch ein bisschen einordnen zu können, St. Pölten UEFA Clubkoeffizient, Platz 14. Valjo Reykjavik Platz 48, also da ist schon einiges dazwischen. Rita Schumacher, den Ball von Melanie Brunthaler bekommen. Schumacher, diesmal bleiben Sie sicher, Christian Stottier. Und jetzt Pedersen. Auch da ein bisschen Glück gehabt jetzt. Valjo. Gut unterbunden von Johannik. Mattner, faul. Das war technische Unzulänglichkeit, konnte sie aber ausbessern. Nils Dottir, Schlüter. Es war nicht fest, der Schuss. War aber trotzdem gar nicht so ungefährlich. Nils Dottir hat da aufgeschaut, nochmal und dann der Abschluss. Wäre gefährlich aufs linke untere Eck gegangen. Ich glaube, die Unterbrechung wird genützt für einen nächsten Wechsel in der 71. Minute. Anna, eine Unterbrechung, weil Rita Schumacher da liegt. Okay, das Team bisher einmal getauscht. Melanie Brunthaler ist gekommen, Matthias Wehr ist raus nach einer Stunde und Fandis Friedrichs Dottir ist raus bei Valjo. Dafür ist Brinis Anna Nils Dottir reingekommen. In der Statistik auch klarer Überhang bei St. Pölten. 10 Versuche, 5 gibt es bei Valjo. Und jetzt geht Schumacher raus und für sie kommt Lisi Meier, die Schweizerin mit der Nummer 10. Muss jetzt noch warten. Sind sich da draußen nicht ganz einig. Mann, die 36-jährige Schweizerin jetzt rein. Kann. Es ist dann ihr 19. Einsatz im Europacup für St. Pölten.
Also jetzt auch offiziell, jetzt darf sie rein, Lissi Meier, Isabel, aber genannt Lissi, mit der 36 Jahre ist sie alt, mit ihrem Einsatz jetzt für Rita Schumacher, die da angeschlagen raus ist. Und da haben wir noch einen Wechsel. 24 ist noch Isabella Tryggvadóttir, wie sie gerade angesagt wurde. Die Isländerin, auch erst 17 Jahre alt, ihr dritter Einsatz in einem Europacup-Spiel. Raus ist mit der 16, Tordiers Elva Augustóttir. Oh, der ist ein bisschen zu weit nach links geraten für Martina Tremblot. Die schaut sich sofort um. Wo kommt Hilfe nach? Oh, der ist durch, vorbei an Valentina Mädel. So, die neue. Tryggvadóttir. Gegen Tour. Wir haben aber auch viel Platz, viel Zeit zum Klären. Die St. Pöltenerinnen so richtig unter Druck und Bedrängnis kommen sie selten. Tryggvadóttir, dann bleibt der nächste Schuss hängen. Lissi Meier, die Neue auf dem Platz. Brunthaler ebenfalls eine Wechselspielerin. Frank und Tabota. Klug gemacht von Julia Tabota. Die Highlights aus diesem Spiel, die zeigen wir Ihnen dann im Frauenfußball-Bundesliga-Magazin. Das läuft am Freitag 22.30 Uhr auf ORF Sport Plus. Und am Samstag, da sind die beiden Clubs schon ziemlich heiß drauf. Austria gegen Vienna. Ein Derby in Wien aus der Bundesliga ab 11.55 Uhr am Samstag live ORF Sport Plus. Bundesliga sechste Runde. Eben das Derby aus Wien zwischen der Austria und der Vienna als Programmempfehlung für Sie. Kleiner flämischer war und es ist schon zu bemerken natürlich, dass St. Pölten nach diesem 4:0 jetzt nicht mehr so ganz kompromisslos irgendwo reingeht in einen Zweikampf, vielleicht dann auch mal ein bisschen zurückzieht, jetzt nicht mehr mit der letzten Kraft da den Willen auch reinbringt und bricht, außer es geht natürlich um einen Einwurf, der muss schon beim richtigen Team sein. 4:0, das ist komfortabel, wenn man es ganz mild und versucht diplomatisch auszudrücken, auch aus Respekt gegenüber der Gegnerinnen, gegen Valur Reykjavik. Aber das ist schon ordentlich, was St. Pölten da geschafft hat. Es läuft die 77. Minute. So, Jennifer Klein. Oh, kleiner Trick auf Tour. Freistoß für St. Pölten. Ja, sie bringt schon noch viel Kraft mit. Tryggvadóttir, Isabella. In dem Fall war es zu viel. Thank you.
Jannik. Mädel. Andra Dottir bleibt hängen, kriegt den Ball nochmal. Ja, Ungenauigkeit. August Dottir fährt da in den Rasen ein, während die St. Pöltenerinnen dran sind. Tour. Lemeschowa, die mal mit nach vorne zieht, aus der Innenverteidigung. Hat es da hinten auch schon satt. Will auch mal was sehen vom gegnerischen Strafraum. Einwurf gibt's. Ja, bin mir auch nicht ganz sicher. Wieder Tor. Verstehe kein Isländisch, aber bin mir sicher, es sind jetzt gerade nicht die freundlichsten Worte. Es ist aber auch verständlich und nachvollziehbar, zu Hause mit 0:4 hinten zu liegen. Die ja doch relativ erfolgsverwöhnt auch sehen. Valur, den dritten Meistertitel in Folge in Serie geholt. 14 sind sie insgesamt. Und jetzt will man da natürlich auch international mal auf der großen Bühne mit dabei sein. Es geht auch um viel, viel Geld. Ich habe es erwähnt, 400.000 Euro gibt es. Startprämie für die Gruppenphase, für die besten 16 Clubs. Und zwar für jeden. Und in der Gruppe kriegt man da natürlich auch noch ordentlich was drauf. Für jeden Sieg 50.000, für ein Unentschieden 17.000. Das sind schon Geldbeträge, die auch im Frauenfußball unglaublich sind und einiges bewirken können. Sarah Mattner-Tremblot, die Torschützin zum 1:0, wird zurückgepfiffen in der 81. Minute. Da ist sie schon wieder gegen die Kapitänin. Ja, die haben jetzt Zeit. Die spielen sich, die St. Pöltenerinnen. Geht da durch 4 durch. Das ist vielleicht ein bisschen zu übermütig, aber probiert hat sie es mal. Mikolajewa. Tour. Ja, die ist da ein bisschen im Deckungsschatten, aber kann sich lösen. Trigger Dottir begräbt sie unter sich. Das ist eine richtige Kämpferin. Isabella Trigvatotir, da ist sie schon wieder. Stehen halt sehr oft auch mit dem Rücken zum Tor, zum Gegnerischen, die Isländerinnen. Dann dieses Aufdrehen oft nicht möglich, da die St. Pölterinnen da sind. Bissig sind, an der Gegnerin dran sind. Und die St. Pölterinnen bereiten einen nächsten Wechsel vor. 7 geht raus, Maria Mikolajewa. Und jetzt kommt Ella Mastrantino rein. Gebürtige Australierin, aber an Mastrantonio kann man schon erahnen. Italienische Wurzeln sind da mit dabei bei ihr. Das ist jetzt ihr zweiter Einsatz im Europacup. Neu dazu gestoßen bei St. Pölten diese Saison. Oft haben wir nicht gesehen, die isländische Regie versteckt ein bisschen den Trainer vor uns, Peter Pettersson, den wollte ich Ihnen noch ein bisschen vorstellen. Seit Oktober 2017 ist er der Trainer von Valur und ihm hat man bereits 4 Meistertitel geholt und gefeiert. 2019 das erste Mal und jetzt von 2021 durch bis eben zu diesem vor wenigen Wochen
hat Vale den geholt. Diana Lemeschowa, die von Wacker Innsbruck geholt wurde, nachdem sie die Trainerin Lise Brankau schon einige Zeit beobachtet hat. Davor auch bei Landhaus und Altenmarkt gespielt. Jennifer Klein macht auch eine sehr solide Partie. Ganz unaufgeregt, was Jennifer Klein da heute gemacht hat hinten. Sie war da, wann sie gebraucht wurde. Ansonsten ruhig, unauffällig gespielt und unauffällig in dem Fall ganz positiv. Ja, die Isländerinnen versuchen es, die Kombinationen gelingen, aber die Strafraumgrenze ist auch wirklich die Grenze bisher. Ah, Foulspiel von Anna Joannik, das war nicht wirklich notwendig. Hat die Gegnerin natürlich auch mit ein bisschen Nachhilfe Unterricht in Schauspielkunst geschafft. 85. Minute, das ist jetzt natürlich eine sehr schwierige Situation, denn wenn sie was können, dann den Ball richtig hinpfeffern. Sind einfach stark, die sind körperlich gut drauf. Ist leider rennen drüber, aber noch die Querlatte gestreichelt. Der Ball, Jenny Klein, ballt da hinten die Faust. Das nicht mehr geworden ist. War schon sehr, sehr, sehr knapp dran. Da ist dann die Latte. Sarah Mattner-Tremplo. Oh, wechselt einmal quer durch. Mädel, die Doppeltorschützin, die auch bei der U19 richtig aufgeigt. Zur Erinnerung, sie ist 17 Jahre alt. Jetzt holt sie da noch mal eine Ecke raus für St. Pölten. Es ist jetzt die 6. in diesem Spiel insgesamt. Oder anders gesagt, bisher alle für St. Pölten. Da kommt Jenny Klein mit. So auf die rechte Außenbahn. Mastrantonio steht da sehr alleine an der Strafraumgrenze. Lemeschowa betreut mit der Restverteidigung. Er kommt ziemlich gut rein, aber Mädel. Ja. Die klärt er quasi selbst. Ball an ihrer Seite, an ihre Flanke geflogen und dadurch den Ball nicht richtig annehmen können. Sehen wir vielleicht gleich nochmal in der Lupe. Sabota. Mädel. Haben wieder die Seiten getauscht. Mattner-Tremplo jetzt rechts. Klein. Die hat viel Ruhe. Hat Selbstvertrauen. So wie sie die Bälle da hinten spielt, die Kapitänin. Ja, es bleibt zweikampfintensiv, das ist ganz eindeutig. Ja, Thon entwischt die Gegnerin oft und der ist gefährlich gewesen, dieser Kopfball von August Dotti. Thon ist da schon ein-, zweimal, wenn nicht sogar öfter, die Gegnerin an der Außenbahn wirklich entwischt und davon. Und das ist Berglind August Dottir, die da den Ball gefährlich per Kopf
Richtung Tor St. Pöltens gebracht hat. Nach wie vor aber der Spielstand 4:0 für die St. Pöltenerinnen. Mädel. Wieder Mädel. Jetzt sind sie wieder aufmerksamer. Valur. Die Spielerinnen aus Island. Näher dran an der Frau. Christian Stottir. Sind giftiger, beißen mehr. Pressen. Und machen den St. Pöltenerinnen diese letzten Minuten da nicht mehr einfach. Gewähren kaum mehr Räume, versuchen wirklich Überzahlspiel auch zu schaffen, zu generieren. Schnelle Pässe in die Tiefe. Andra Dottir. Und wieder Ton, der die Gegnerin abbaut. Ja, gute Balleroberung von Sarah Matta-Tremblot. Deutsch-französische Wurzeln. Deshalb auch ihr Nachname, Doppelname. Achtung, das war ein bisschen zu heftig gegen Melanie Bruntaler. Da ist auch schon das Knie aufgeschlagen, das blutet. Zumindest schaut so aus. So, 8 raus bei den Gegnerinnen. Astis Haldos-Dottir geht raus. Ja, die hat ganz, ganz, ganz viel gearbeitet. Viel gelaufen, die 23-Jährige. Und jetzt kommt Lise Dissing. Noch eine Dänin, die zweite neben Laura Frank. Auf dem Feld jetzt. 24 Spielerinnen haben sie im Kader. Valur Reykjavik. 5 davon sind Legionärinnen. Zum Vergleich St. Pölten 25 Kaderspielerinnen und davon sind 14 Legionärinnen. Die 90 Minuten sind jetzt voll um. Noch nicht angezeigt, die Schiedsrichterin, wie viel Nachspielzeit es gibt. Ritter Schumacher, der kommt gar nicht ungefährlich rein. Eine Minute wieder, wie auch in der ersten Hälfte, hat Susanna Valentova entschieden, die Schiedsrichterin aus der Slowakei. So, wieder, da haben sie viel Platz, die Flügel, da ist viel Raum für die Gegnerinnen. Amanda Andra Dottir. Ah, Flanke kommt direkt zu den St. Pöltenerinnen. Das ist Pedersen. Und Tabata. Er ist weg. So, eine Minute ist gespielt. Holt sich hier St. Pölten den 4:0-Sieg gegen Valur Reykjavik. Mal gibt es nochmal für Karina Schlüter. Noch einen Vorstoß von St. Pölten. Sind schon fast 2 Minuten gespielt. Oh, das hat nicht gut ausgesehen. Melanie Bruntaler. Melanie Bruntaler. Oh, das war ein ordentliches Tackling, das es da gegeben hat von Askrim Stottir. Das wird jetzt nicht mehr bestraft. Die Schiedsrichterin, die pfeift ab, während Melanie Bruntaler ziemlich heftig nochmal eingefahren ist in den Kunstrasen, aber da kommt schon die erste zum Feiern. Das ist zuerst Valentina Mädel gewesen, Bruntaler startet los und dann kommt das richtig arge Deckling von Askrim Dottir da nochmal gegen Bruntaler
Und auch Wedel, ja, da werden noch die kleinen Blessuren bei den St. Pöltenerinnen hoffentlich ausheilen. Am Mittwoch geht's weiter, die St. Pöltenerinnen 4:0. Das ist hier der Endstand. Madna Tremplo mit dem Treffer in der 13. Minute hat diesen Erfolgslauf hier gestartet. Rita Schumacher und dann zweimal Doppeltorschützin, die 17-jährige Valentina Mädel. Was für eine Ausgangslage für die St. Pöltenerinnen im Heimspiel. Das ist dann am Mittwoch. Da sind wir für Sie mit dabei. Bitte unbedingt einschalten. In der NV-Arena wird da gespielt gegen Valur Reykjavik. Und wenn das auch zugunsten der St. Pöltenerinnen ausgeht, zumindest mit einem Unentschieden, dann dürfen die St. Pöltenerinnen sich die besten 16 Europas einfinden und dort sich dann auf die Gruppenphase der Champions League freuen. Aber nächsten Mittwoch wissen wir es genau. Ich sage vielen herzlichen Dank, dass Sie hier mit dabei waren. Entlasse Sie mit diesen Bildern, wo die St. Pöltenerinnen jetzt feiern und jubeln bei diesem 4:0 hier gegen Valur Reykjavik in Island. Ihnen noch einen schönen Abend, gute Unterhaltung mit dem weiteren Programm. Und ich sage bis Mittwoch zum Rückspiel in der Champions League Qualifikation St. Pölten gegen Valur Reykjavik. Thank you.